Liebe Gemeinde, wem geht es von uns nicht immer wieder so? Der Terminkalender ist voll und seit neuestem haben wir ja dann auch noch irgendwelche Smartphones, die dann auch noch ganz penetrant piepen, wenn so ein Termin wieder dran ist. Also man kann Termine nicht einmal mehr guten Gewissens vergessen, weil man wird ja ständig daran erinnert. Die Chefin erinnert sich auch immer wieder daran, dass sie existiert und will was von einem, obwohl schon längst wieder Feierabend ist. Die Wohnung, die ist eigentlich viel zu klein und die Nachbarn meckern, weil ich mal wieder meiner Kehrwochenpflicht nach § 17 Absatz B der Hausordnung nicht in ausreichendem Maße nachgekommen ist. Habe ich übrigens nicht erfunden, den Satz, den gibt es tatsächlich, habe ich kürzlich mal in einem Hausflur hängen sehen. Ja, und natürlich dann mein Bankkonto. Das Bankkonto erlaubt definitiv mal wieder nicht den großen Urlaub dieses Jahr. Eingeengt. Eingesperrt, belagert, ummauert, verbringen wir unsere Tage. Und dann kommt dieser Psalm. Und wir haben ihn gerade gehört und haben ihn vielleicht auch innerlich mitgesprochen. Du gibst mich nicht in die Hände der Feinde, sondern du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und Chefin, Bankkonto und Hausordnung, das sind ja eigentlich nur noch die harmloseren Dinge im Leben. Da gibt es ja viel mehr, was uns einengen will, was uns den Platz wegnimmt, was unseren Raum beschneidet. Das sind die Menschen, die andere wirklich einengen wollen, die es nicht ertragen können, dass andere Menschen freier leben und freier lieben als andere und die alles daran setzen, diese Menschen wieder unter ihre Herrschaft zu bekommen. Das sind ganz tief in uns drin, unsere Sorgen und Ängste vor dem Unbekannten, dem Morgen, dem, was wir nicht kennen. Ängste und Sorgen, die uns an unserer Entwicklung hindern, die verhindern, dass wir wachsen und lernen, aufrecht zu gehen. Und als ob das nicht schon reichen würde, da sind wir dann auch noch selber, ich selber, die wir uns immer wieder selber im Wege stehen und uns einreden, dass wir das hier nicht können und jenes sowieso niemals können werden und ein drittes sowieso überhaupt gar nicht wollen. Also ich will das ja eigentlich gar nicht wirklich. Und dennoch singt da dieser Psalm und wir haben es gerade gelesen, gehört, du gibst mich nicht in die Hände der Feinde, sondern stellst meine Füße auf weiten Raum. Eine Situation, die sich widerspricht. Auf der einen Seite die Erfahrung des Dichters des Psalms, eine Erfahrung, die wie das meiste in den Psalmen zusammengefasst ist, aus Erfahrungen vieler Menschen, das irgendwie kondensierte Erfahrung ist und das ernst genommen wurde von vielen Generationen und immer wieder gesprochen wurde. Du stellst meine Füße auf freien Raum. Und auf der anderen Seite dann meine eigenen Erfahrungen, diese Erfahrungen der Unfreiheit, der Hilflosigkeit, des Beschnittenseins von Leben, dieses Kleingemachtwerden, dieses Eingeengtsein, diese Mauern um mich herum. Eine Erfahrung, die ganz arg ernst ist und die ich ernst nehme und die ich auch nicht einfach wegpredigen kann, weil ich einfach weiß, wie es ist. Und welche Erfahrung gilt denn jetzt? Welche Erfahrung ist denn nun richtig? Oder anders ausgedrückt, stimmt es überhaupt, was der Psalmist da sagt? Oder ist das einfach so eine Art Pfeifen im Dunkeln? Also, wenn ich mir es lange genug einrede, wird es schon wahr werden, Ding. Ja? Ist es einfach eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft? Irgendwann einmal, vielleicht im Jenseits, werde ich Platz haben. Oder ist es schlimmer noch leeres Gerede, um sich selber diesen Mut einzureden? Das Singen im dunklen Wald. Liebe Gemeinde, ich glaube, dass in Wirklichkeit beide Erfahrungen richtig sind. Sowohl die Erfahrung von Freiheit und Weite, die der Psalm besingt, als auch die Erfahrung, dass wir diese Freiheit eben nicht haben. Und sogar weiter, dass diese Freiheit, die da besungen wird, dieser Platz für viele von uns, und da nehme ich mich nicht aus, durchaus etwas Beängstigendes haben kann. Was würde ich denn tun, wenn ich ganz frei wäre? Ich habe mir das jetzt überlegt, kürzlich mal aus gegebenem Anlass, habe mir überlegt, Menschenskinder, nächstes Jahr arbeite ich 10 Jahre in meinem Job.
wäre doch Zeit für 2 Monate Sabbat. Ich nehme mir 2 Monate unbezahlten Urlaub und tue was Gutes für mich. Und im gleichen Moment ist mir eingefallen, ich habe gar keine Ahnung, was das eigentlich sein könnte. Dann ist mir eingefallen, oh, ich könnte vielleicht meine Chefin fragen, ob es in Amerika irgendeine Gemeinde, irgendwo, wo es warm ist, gibt, die einen Prediger braucht. Und ich so, halt, stopp, also gerade rede ich noch von Freiheit und dann will ich mir einen anderen Predigtjob suchen. Also hier, wie krank. Oder ich könnte nochmal studieren und nochmal so 2, 3 richtig anstrengende Kurse. Halt mal, stopp, wollte ich nicht gerade sagen, ich wollte Freiheit machen? Ich wusste es selber irgendwo nicht. Diese Freiheit, die ist etwas, von der wir zwar reden und denken können, die dann aber durchaus auch wieder ihre Schwierigkeiten hat. Ich will versuchen, euch diese Situation einmal deutlich zu machen, an einem anderen Beispiel als an meinen Träumen von Urlaub. Ich hatte einmal die ganz konkrete Erfahrung, dass meine Füße wirklich ganz konkret auf freiem Raum gestanden sind. Also freieren Raum kann ich mir bis heute nicht vorstellen. Und diese Erfahrung zeigt für mich die Spannung zwischen dem, was der Psalm sagt und dem, was ich dann oft in meinem Leben tatsächlich erfahre. Vor ein paar Jahren, es sind jetzt schon einige Jahre her, war ich mit 2 Freunden auf einer Tour durch Kalifornien unterwegs, im südlichen Teil der Rocky Mountains zum Wandern. Beinahe unberührte Natur. Wer schon mal dort war, weiß, was ich meine. Kaum andere Touristen, wenn man erst einmal die touristischen Highlights von Los Angeles hinter sich gelassen hat. Eine der schönsten Gegenden dieser Welt. Und das Ziel einer unserer Tageswanderungen war dann der höchste Berg der Umgebung, der gerade so noch an einem Tag erreichbar ist und man wieder zurückkommt. Alta Peak, der hohe Gipfel. Der ist etwas über 3000 Meter hoch und steht mitten im Sequoia Nationalpark. Es ist ein faszinierender Berg, denn der Gipfel von diesem Alta Peak, der wird von einem riesengroßen Felsen gebildet. Da liegt ein Fels auf diesem Berggipfel. Also so ein richtiger Pfff, und der liegt da auf diesem Felsgipfel. Und auf den kann man hochklettern und da ist dann gerade Platz für ein paar Leute. Und wenn man da oben ist, sieht man eines der schönsten Panoramen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Soweit das Auge reicht, nichts als Gebirge, nichts als Wald und Natur. Auch der Horizont ist sehr weit weg dort oben. Keine Stadt, kein Dorf, keine Straße sind sichtbar. Kein Ton von menschlicher Zivilisation ist zu hören. Stille ist dort oben. Und alles, was wir wahrnehmen konnten, war das Geräusch des Windes in unseren Ohren. Wer auf diesem Gipfel steht, der steht auf einer dünnen Nadel aus Erde, die weit über den Boden hinaus in den Himmel hineinreicht. So muss sich ein Adler fühlen, wenn er hoch durch die Lüfte segelt. Freiheit von allem, was uns auf dem Boden das Leben schwer macht und was uns herunterzieht. Einfach die Arme ausbreiten, dort stehen und abheben und davonfliegen. Wer auf diesem Gipfel steht, habe ich gerade gesagt. Und genau da begann nämlich dann das Problem. Obwohl genug Platz gewesen wäre, also stellt euch so vor, so hier das Gebiet hier vorne, schon der Platz, der da oben ist. Also obwohl genug Platz gewesen wäre, um sicher zu stehen und es keine Gefahr gegeben hat, abzustürzen, konnte ich da oben nicht stehen. Ich konnte nicht aufrecht stehen. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich Höhenangst. Vollkommen irrationale, lähmende, beängstigende Angst. Die Angst, die mir nicht erlaubt hat, aufrecht zu stehen. Da war einfach zu viel freier Raum da. Nichts, an dem ich mich hätte anlehnen können, nichts, was mir Sicherheit, Standfestigkeit gegeben hätte. Ich konnte nicht frei stehen, weil meine Angst zu groß war. Was ich konnte, war, im wahrsten Sinne des Wortes, auf allen Vieren diesen Gipfelfelsen hinaufzuklettern, dort oben zu sitzen, mit festem Kontakt auf den Boden, mit also Füßen, Arsch und Händen und dann nach einer Weile auf allen Vieren wieder herunterzuklettern. Ich glaube, genau das ist auch die Erfahrung, die wir Menschen wieder und wieder in unserem Leben machen.
Da stand ich nun auf einem weiten Raum, hineingestellt in Freiheit, wie ich sie noch nie erlebt hatte, und dann konnte ich damit nicht umgehen. Beinahe, nein, nicht nur beinahe, im wahrsten Sinne des Wortes, sehnte ich mich zurück in die Sicherheit der Wälder unter mir, danach umgeben zu sein von Dingen, die ich kenne und von denen ich einbilde, dass sie mir Schutz und Halt geben. Liebe Gemeinde, da hatte ich mir Freiheit erwandert, in 6 Stunden hartes Wandern, da diesen Berg hinauf. Und dann konnte ich nicht in Freiheit stehen. Da ist uns Freiheit gegeben, aber anstatt frei zu leben, werden wir eingeengt durch unsere Ängste. Dann nimmt uns die Sachzwänge die Luft weg, Dinge, die uns bedrücken und ängstigen, die uns wieder klein machen wollen. Gott stellt meine Füße auf freien Raum. Und da hatte ich gedacht, da oben auf dem Gipfel, das ist es, von dem der Psalm redet, da oben stehe ich auf freiem Raum. Aber es ist eben Gottes weiter Raum, in den ich gestellt wurde, in den ich gestellt werde. Und dieser weite Raum ist eben anders als dieser einsame Berggipfel, den ich erwandert habe. Und er ist auch anders als die illusionäre Freiheit von den Realitäten des Lebens, von denen ich manchmal träume, ach, wie schön wäre es, wenn ich einfach mal zwei Monate nicht ins Geschäft gegangen müsste. Das ist ein Traum. Gott stellt meine Füße auf weiten Raum. Aber eben nicht, um mich dort wie auf dem Gipfel eines Berges einfach stehen zu lassen, allein mit meiner Höhenangst, sondern Gott stellt uns in einen freien Raum, wo Gott dann bei uns bleibt, bei mir bleibt. Auf diesen weiten Raum Gottes gestellt zu werden, ist eben nicht einfach nur herausgeholt zu werden aus unserem Leben, 2 Monate Sabbatical, und dann quasi wie losgelöst irgendwie rumzusitzen oder auf diesem Berggipfel zu hocken. Es ist auch nicht das Ausbrechen aus der Gesellschaft oder das Träumen von Reichtum aus Anatevka. Wenn ich einmal reich wäre, ja, was könnte ich alles tun? Aber solche Freiheit des Ausbruchs, liebe Gemeinde, das wäre nur Illusion. Eine Illusion wie mein, da oben müsste ich doch fliegen können wie ein Adler. Sie wäre eine Freiheit, eine Weite, die mir jederzeit wieder weggenommen werden könnte von einem, der stärker ist als ich. Die Weite, die Gott gibt und die der Psalm meint, die ist eine andere. Die ist nämlich nicht Weite und Raum außerhalb von meinem Leben, sondern inmitten unserem Leben. Das ist es, was der andere Psalm meint. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und schenkst mir voll ein. Da heißt es nicht, du holst mich aus dem Schlamassel raus und irgendwo ganz weit davon weg deckst du mir einen Tisch. Nein, hier inmitten meiner Feinde, inmitten unseres Lebens, inmitten von all dem, was uns einengen will, was uns Angst macht, stellt Gott unsere Füße auf weiten Raum. Oder nochmal in einem anderen Satz, fürchte dich nicht, spricht Gott, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Da steht nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, jetzt schau, wo du bleibst. Nein, du bist mein, spricht Gott. Du gehörst nicht zu niemandem anderen, nichts und niemand hat Macht über dich, darf dich beherrschen oder unterdrücken oder dir Angst machen. Gott gibt uns Freiheit und Gott bleibt in dieser Freiheit dann bei uns. Nicht nur, um diese Freiheit zu verteidigen gegen die Feinde, gegen das, was uns einengen will, sondern eben auch, um uns zu helfen, diese Freiheit zu füllen, dass wir tatsächlich aufrecht stehen können auf diesem Berggipfel da oben. Denn das ist das zusätzlich Schöne an dem weiten Raum, auf den Gott uns stellt. Da ist Platz genug, dass wir diesen Platz füllen und erfüllen und gestalten können, dass wir Platz haben für andere, dass wir andere Menschen einladen können, auch diese Weite zu erfahren. Da ist Platz für Kreativität und neue Ideen. Es ist Gottes weiter Raum, in dem wir da stehen. Und ich will euch ein paar vielleicht konkretere Beispiele nennen. Es ist ein Raum, wo Platz genug für alle ist, sodass keine und keiner um das eigene Plätzchen kämpfen muss. Wie sehr kennen wir dieses Kämpfen müssen?
Auf dem weiten Raum Gottes, da gibt es keine Ellenbogengesellschaft, diese in der U-Bahn. Ja, so, ja, komm mir nicht zu nahe. Ja, wo ich um meinen Platz kämpfen muss, wo ich mir durch Mobbing und Intrigen und mehr Leistung beweisen muss, dass ich fit genug für den Job bin. Auf dem weiten Raum Gottes, da gibt es keine wöchentlichen Umsatzzahlen, keine Verkaufsstatistiken, keine Kosten-Nutzen-Rechnung, deren Vorgaben ich erreichen muss, wenn ich nicht durch einen jüngeren, fitteren, hübscheren Kollegen ersetzt werden will. Auf dem weiten Raum muss ich nicht beweisen, dass ich Gottes Liebe würdig bin. In Gottes weitem Raum zählt nur die Liebe Gottes. Eine Liebe, die überschäumt und immer wieder neu Leben gibt. Eine Liebe, die einfach da ist ohne Grund. Einfach nur, weil Gott uns liebt. Es ist Gottes weiter Raum, auf dem ich stehe. Und deswegen müssten wir den Psalm heute so formulieren. Du übergibst mich nicht dem Leistungsdruck der Gesellschaft, sondern du stellst meine Füße auf freien Raum. Ein weiter Raum, wo Platz genug für alle ist. Ein Raum, wohin jede und jeder den anderen einladen kann. Da ist ein Platz genug für den geliebten Menschen, den Lover, die Freundin oder den Freund, egal ob es ein Mann für einen Mann oder eine Frau für eine Frau ist oder auch ein Mann für eine Frau für einen Mann oder beides oder je nachdem, wo die Liebe wächst. Da ist ein Platz, dass wir unsere Sexualität in der Achtung vor anderen leben dürfen, dass wir es dürfen. Da ist dann auch Platz für meinen Computerbildschirm mit nackten Männern darauf, auch wenn mein Bruder ganz roter Kopf kriegt und es überhaupt nicht versteht. Es ist Gottes weiter Raum, in dem wir Menschen unsere Liebe leben dürfen. Und wo Gott selber Weite und Freiheit gibt, welcher Mensch glaubt, da Grenzen ziehen zu dürfen? Denn Gott ist da und hat mir Freiheit und Würde gegeben. Und Gott verteidigt und rechtfertigt diese Freiheit und diese Würde jeden Tag neu. Es ist Gottes weiter Raum, in dem ich lebe. Und dann müssten wir diesen Psalm umschreiben und heute singen, du übergibst mich nicht dem Klatsch und Tratsch der Nachbarn, den Vorurteilen der anderen, sondern du stellst meine Füße auf weiten Raum. Oder schauen wir uns unseren eigenen Glauben an. Ein weiter Raum, wo Platz ist für viele Traditionen und Formen des Christentums. Nein, den Glauben zu leben. Gottesdienst zu feiern und Kirche zu sein. Wir brauchen uns ja nur umzusehen in unserer eigenen Stadt. Buchstäblich hunderte von Gottesdiensten. Und jeder von ihnen anders, vom schmucklosen, aber wortgewaltigen Gottesdienst der reformierten Tradition bis hin zu einer Fronleichnam-Prozession der katholischen Brüder und Schwestern mit ihren Blumenteppichen und Baldachinen und viel schöneren liturgischen Gewändern, als ich sie habe, und mit Monstranzen, die man vorne rausträgt. Und dann mittendrin dieser kleine Gottesdienst der MCC, und selbst dieser Gottesdienst ist dann nur ein schwacher Abglanz der Vielfalt, die in den MCC-Gemeinden auf der ganzen Welt herrscht. Im Lobe Gottes und darin, wie wir Gottesdienst feiern, wie wir Gottesdienst an uns erfahren, gibt es keine Grenzen. Und da können wir dann auch mit großer Freude mit unseren Nächsten, mit unseren Nachbarn hinausschreiten und mit unseren muslimischen Nachbarn das Fastenbrechen zu feiern oder zu einem Hindu-Fest zu gehen und dort mitzutanzen, wenn es das ist, wonach wir gerufen werden. Weil Gott uns auf freien Raum stellt und uns mit Liebe festhält. Da gibt es nichts, was einfach so sein muss, weil es schon immer so war. Da gibt es nichts, was so sein muss, weil ich es eben so will und ich halt der Pfarrer bin und ich hier die Macht habe. Nein, im Chor der Engel ist immer noch Platz für eine weitere Stimme, auch wenn ich die Schönheit dieser Stimme nicht hören kann. Es ist Gottes weiter Raum, in dem wir, jede und jeder von uns, singen dürfen. Und da müssen wir diesen Psalm halt umschreiben und heute ihn anders singen, nämlich, du übergibst mich nicht der Uniformität und den starren, leblosen Regeln, sondern du stellst meine Füße auf weiten Raum. Liebe Brüder und Schwestern, es geht also gar nicht darum, einfach davon zu fliegen, einfach auszubrechen,
einfach da oben frei zu stehen und Angst haben, umzufallen, sondern es geht darum, mitten im Leben mit beiden Beinen, mit beiden Füßen fest auf dem freien Raum zu stehen, den Gott uns gibt. Eine Weite, die nicht dadurch entsteht, dass Gott einfach alles andere verschwinden lässt, sondern eine Weite, die entsteht, weil Gottes Liebe stärker ist als alles und alle, die uns beengen. Es ist nicht einfach eine Deklaration von Freiheit, die uns jederzeit wieder weggenommen werden könnte, sondern es ist Gottes Weite, die uns niemand nehmen können kann, weil wir sagen können, lass deine Finger von meiner Freiheit, denn Gott liebt mich und Gott gibt mir den weiten Raum, auf dem ich stehe. Ich will euch nun am Ende der Predigt gar nicht dazu aufrufen, endlich eure Fesseln abzustreifen und frei zu leben. Ich will euch auch nicht in irgendeinen Sabbat schicken, so sehr ich ihn euch gönnen würde, oder auf eine Wanderung zum Altar Peak. Das wäre platt, das wäre ein platter Aufruf, der nämlich denjenigen hilft, nichts hilft, die unfrei sind und denen nichts bringt, die schon in ihrem Leben den freien Raum kennen, auf den sie Gott gestellt hat. Den einen, den Unfreien hilft es nichts, weil ich weiß, dass eine einzige Predigt nicht ausreicht, die Fesseln zu sprengen. Und den anderen, den Freien, bringt sie nichts, weil die ja schon frei sind. Aber ich glaube, wir leben in beidem, in diesem Freisein und in diesem Gefesseltsein. Und genau da will ich euch Mut machen, uns allen Mut machen, uns wirklich von Gott und mit Gott zusammen auf den weiten Raum stellen zu lassen. Nicht ein weiter Raum, wo es rechts und links runter geht, sondern ein weiter Raum, der Platz hat. Ich will uns Mut machen, das nächste Mal, wenn etwas versucht, uns einzuengen, uns zu bedrücken, uns klein zu reden, uns Freiheit und Platz und Luft zum Leben wegzunehmen, dann aufrecht zu stehen, Platz zu schaffen, umgeben zu sein von der Kraft Gottes und zu sagen, Gott liebt mich und Gott gibt mir den weiten Raum, auf dem ich stehe. Und wenn wir das tun, liebe Gemeinde, dann sind wir inmitten unserem Leben schon in der Wahrheit dessen, was der Sänger oder die Sängerin des Psalmes schon seit langem wusste. Du gibst mich nicht in die Hände der Feinde, sondern du stellst meine Füße auf weiten Raum. Amen.